Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Airships Conquer the Sky. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt die Folge, die letzte, die ihr gesehen habt, war am heutigen Montag, wird hier hochgeladen. Am Wochenende kam leider nichts. Ich war sehr viel beschäftigt, hatte auch nicht viel im Voraus aufgenommen, sodass ich das zwischendurch hochladen konnte. Mir fehlt auch einfach die Zeit. Verzeiht mir das, aber nun geht es ja weiter. Ich muss mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Also, wir haben den Süden erobert, bis auf Fruchtenbach. Ja, aber da haben wir schon einen aktiven Spion, also gehen wir da wohl als nächstes hin. Darkfell Bane wird sanft übernommen. 76 Einkommen ist nicht schlecht, wird um 10% verringert, wegen der verrückten Erfinderin. Um die kümmern wir uns auch noch. Ja, ansonsten muss ich mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Wir hatten hier irgendeine ganz... Ach ja, Heinz, unseren Drachen. Ich wusste nur, hier ist so eine ganz schnelle Einheit, die wir von A nach B schicken konnten, wie wir lustig waren. Schauen wir mal, wie es hier oben aussieht. Wir haben hier eine kleine Fraktion, die sich schon mit drei Gebieten verbreitet hat. Wir haben hier, eigentlich nur kleinere. Sieht gut aus für uns. Wir sind mit Abstand die größte Fraktion. Schauen wir mal, dass wir unser Denken an die Welt weiter vererben können. Okay, wir starten das mal. Ich habe auch keine Sicht mehr über unsere Flotte, die wir haben. Wir haben Zepp-Bombers, ein paar viele. Die müssen wir gleich erstmal reparieren. Mit den Bombern können wir uns auch mal um die Wissenschaftler kümmern, denn ich glaube, die hatten immer so komische Roboter, die am Boden rumlaufen. Da kommen wir mit Bombern gut hin. Und Multicrafts können wir da ja noch hinverlegen. Wir können ja auch sogar noch einen Panzer hinverlegen. Das machen wir dann vielleicht auch mal, oder? Wir schicken mal, den müssen wir noch reparieren, aber wir schicken den mal hin, denn je nachdem wie gut gepanzert er ist, können wir einfach ja mal die Dinger niederbrettern. Obwohl, ich habe noch eine ganz andere Idee. Ah, wir sehen es ja gleich, Halt mal, wo wollt ihr denn jetzt hin? Holen wir mal unseren... Heinz! Heinz ist zur Stelle hier. Zack, stellen wir wieder dahin. Was haben wir? Wo ist meine Maus hin? Ach hier. Was haben wir denn jetzt mal für ein Vorhaben? Wir haben gutes Geld. Wir haben hier übernommen. Wir müssen mal reparieren. Wir reparieren mal. Ach komm schon. Was repariert werden muss. Wir haben eine Multicraft, die repariert werden muss. Das war's schon. Wir haben einen Zepp-Bomber, der repariert werden muss. Das kostet uns alles Knete. Noch ein Zepp-Bomber. Sehr schön, damit haben wir unsere Flotte hier wieder am Start. Ich pausiere mal kurz. Ich will mir noch einen Überblick verschaffen, was wir haben. Hier haben wir noch einen Siegfried und noch eine Multikraft. Wir haben hier noch eine Multikraft und auch noch einen Siegfried. Der Siegfried ist gar nicht mal so schlecht. Ist ja gedacht, um Drachen auszumerzen. Scheint sich aber auch gegen andere gut durchsetzen zu können. Was haben wir denn hier in Kude? Kude hat eine Tentakel noch, die wir als Anfangsschiff bekommen haben. Eine Multicraft und eine Haifisch. Ich muss noch mal was sagen zu dem Sound. Ich habe den Sound übrigens auf das Minimum schon gestellt. Musik und auch der Action-Sound, es ist schon viel besser als in den ersten Folgen, aber es ist immer noch ein Tucken zu laut. Jetzt ist es natürlich so, dass ich jetzt nicht das High-End-Aufnahmeprogramm bzw. Bearbeitungsprogramm habe. Deswegen den Sound und sowas nicht irgendwie noch anders regeln könnte. Das Einzige, was ich machen könnte, ist natürlich mit einem anderen Programm zu arbeiten, dafür ein bisschen Geld auszugeben, meine Tonspur im Mikrofon separat aufzunehmen und das dann anzupassen. Das ist möglich und muss man sich vielleicht nur ein bisschen reinfuchsen, dann bekommt man das auch hin. Aber gut, wir müssen sich Geld reinlegen und so. Ich überlege es mir auf jeden Fall mal, das zu tun. Denn ich habe zwar Spaß an den Videos zu machen, auch wenn ich kein breites Publikum damit erreiche. Ich gucke mal. Ich lasse mir das nochmal durch den Kopf gehen demnächst. Weil denn so ein vernünftiges Aufnahmeprogramm kostet ja auch nicht die Welt. So, wir wollten was tun. Ich wollte was tun. Und zwar ein Landschiff erstellen. Und zwar habe ich mir gedacht, wie wäre es mal mit einem schnellen Landschiff, was so auf... das geht, kann ich glaube ich noch nicht bauen, wie ich es mir gedacht habe, oder? Nee, leider nicht. Ich hätte gern eins, was mit Flammenwerfern arbeitet. Wir haben aber noch gar keine Flammenwerfer. Na gut, dann müssen wir damit leben. Wie wäre es dann mit einem Fahrzeug, was Gebäude oder alles andere einrammt und sie dann übernimmt? Mal gucken, ob wir so ein Fahrzeug uns basteln können. Beine können wir übrigens auch basteln mittlerweile. Müssen wir mal überlegen, ob wir sowas machen. Kettenantrieb haben wir hier.
So ein kleines, schnelles Fahrzeug. Es soll schnell sein, auf jeden Fall. Ähm, 97. Wie kriegen wir das denn noch schneller? Geht das nicht schneller? Oder brauchen wir dafür noch mehr? 99. Aber dann wird es ja fast zu groß. Wie schnell ist denn ein einzelner großer Kettenantrieb? 99 direkt. Und wenn man davon dann zwei aneinander bastelt? 106. Ah, das wirkt sich nicht viel aus. Okay, dann nehmen wir einen großen Kettenantrieb. Okay, dann haben wir eine Struktur. Wir brauchen ein kleines Kohlelager. Ich hoffe mal, da reicht eins. Wir brauchen eine Frachttüre. Die kommt daneben. Munition brauchen wir vielleicht nicht ganz so viel. So, ich bastel erstmal wieder mit der Struktur herum. So, so. So. Ich mache das nur erstmal, um hier uns so einen großen, so einen groben Umriss unseres Fahrzeugs hier zu basteln. So, dann haben wir hier einen Rammsporn. Geschwindigkeit ist nur noch 55, aber okay. Vielleicht hilft uns ja die Kraft dabei. Ich glaube, wir brauchen noch ein Kohlelager, oder? Oder reicht das? Naja, wir werden es ja sehen. Schauen wir mal. Befehl und Crew. Wir haben keine Brücke, wir haben kein Cockpit. Okay, wir haben keine Kajüten, beziehungsweise Quartiere. So, die habe ich gesucht. Die basteln wir mal hier rein. Zack, zack. Das Landschiff kann keine Befehle entgegennehmen. Ja. Ein Teleskop. Mit der Hilfe dieses Teleskops können Waffen besser zielen. Erhöht Waffenpräzision um 30%. Das ist nicht schlecht. Dafür können wir die Körper für unsere Haubitze benutzen. So. Waffen. Kreissäge könnte man eigentlich mal basteln, oder? So eine Kreissäge wäre auch mal interessant. Oder vielleicht eine Kreissäge auf dem Rücken? So zum Umdrehen und dann rückwärts gegenfahren? Das wäre aber doof, weil dann hier die ganzen Treffer eh einschlagen. Ne, wir lassen es erstmal so. Mit einer Kreissäge können wir dann später auch nochmal arbeiten. Ich habe da nämlich auch eine Idee. Es gibt so eine Harpunenwaffe. Ihr habt ja gesehen, dass Spinnen so einen Faden schießen und unsere Schiffe ranziehen. Und ich hätte auch gern, dass wir ein Fahrzeug haben mit Kreissägen vielleicht oder mit Flammenwerfern oder beides. Und dass wir dann auch gegnerische Schiffe ranziehen in unsere Kreissäge und Flammenwerfer und die dann nicht mehr loslassen und die dann irgendwann platzen. Das wäre toll. So, was machen wir denn trotzdem nochmal? Flexibel, aber schwer. Brauchen wir noch so eine Kanone? Nee, wir basteln uns lieber so eine kleine Kanone noch oben drauf. Dann brauchen wir auch noch ein kleines Munitionslager gleich. Ich will auch noch eine Flakkanone hier irgendwo hin basteln. So und so. Und nach hinten vielleicht noch ein kleines Gewehr. Und dann hätten wir so einen kleinen Rammbock. So, die Geschwindigkeit ist 50. Wir brauchen jetzt aber erstmal noch ein Munitionslager, ein kleines. Das müsste ja reichen. Munitionslager. So. Ich hoffe mal, das reicht, oder? Und falls wir Feuer fangen, vielleicht nochmal so ein Löschgedöns hier hinten dran. Eine Feuerwache, genau. Wusste ich, dass die so heißt. Hier wäre vielleicht auch eine Feuerwache gut. Da wir in den Nahkampf gehen, müssen wir nicht abfackeln und die Feuerwache hat gar nicht so... Ja, okay, wir sind 1 km/h dadurch langsamer, aber okay, so können wir es nicht verbrennen. Ja, und das wäre dann schon so ein kleines Rammfahrzeug, ne? Jetzt könnten wir uns überlegen, noch eine Crew reinzubasteln, damit wir das entern könnten. Hier ein paar Marines, oder wie die sich auch schimpfen hier, heißen die ja Luftsoldaten. Grenadierkaserne? Sind die neu?
Mit Enterhaken bewaffnete Soldaten haben wir sogar. Grenadierkaserne. Mit Enterhaken sind sie darauf speziell, andere Schiffe zu übernehmen. Ah, nice. Und was ist das? Arachnide. Ach, das sind kleine Spinnen. Ach, guck mal, was wir alles auf einmal haben. Das ist interessant. Das ist interessant. So, wir werden vielleicht nochmal so eine Luftsoldatenkaserne einnehmen, damit wenn unsere Einheit hier... Oh, die brauchen viel mehr Platz. Oh, ups. Okay, das können wir aber umbasteln. Wir packen unter die Brücke einfach nochmal hier eine Crew, also Quartiere. So, können wir vielleicht nochmal ein bisschen was einnehmen? Manche Module sind nicht erreichbar. Die da oben. Ah, okay, ich verstehe. Die Brücke ist nicht erreichbar. Fehlt uns hier dieser Korridor. Könnten wir eigentlich rein theoretisch noch eine Kanone hier oben drauf basteln? Eigentlich bestimmt, ey. Aber das wollten wir eigentlich vermeiden. Was kostet denn der Spaß bis jetzt schon? 1000! Oh, das ist für so ein Raumfahrzeug ganz schön viel. Vor allem wollte ich sie ja noch gut panzern, ey. Aber die sind ja von alleine schon immer ganz gut gepanzert, ne? Wir können ja auch noch oben so drauf so einen Geschützturm packen, ey. Dann wäre das voll die Maschine. Nein, passt schon. Wir lassen das Ding so, wir kümmern uns jetzt mal um... Ach, die Panzerung ist ja auch super geil. Ting, ting, ting. Ting, ting. Die wichtigen Sachen schon mal hier schützen. So. Ja. Okay. Wir dekorieren noch ein wenig. Oh, die passt hier genau rein. Das ist schön. Wir machen unser Wappen noch irgendwo hier dran. Kleistern wir hier noch mit dran. Da kommt noch ein Auge hin, weil ich es cool finde. Wollen wir noch vielleicht unsere allgemeine Erkennung hier dran machen? Brauchen wir eigentlich nicht, oder? Na komm, was soll's. So. Was natürlich nicht fehlen darf. Zecke. Zecke wäre... Nee, Zecke werde ich... Zecke ist ein cooler Name. Den werde ich mir aber aufheben für vielleicht das Ding, was sich ransaugt, was die Gegner ransaugt. Obwohl, da wäre auch Spinne ganz cool. So, das ist ein RAM-Fahrzeug, der soll die RAM, ja? Also ist der Name ja eigentlich gar nicht so schwierig. Und zwar nennen wir ihn... wie haben wir denn die anderen genannt? Immer irgendwas mit Panzer, oder? Müssen wir gleich mal gucken. Ich muss mal Design speichern. Panzer, Haubitze, Kampfpanzer. Dann nennen wir den vielleicht. Wie war denn nochmal die Abkürzung für einen Schützenpanzer? Ist ja auch egal. Es ist, ach, einfach nur Panzer. Panzer. Und zwar. Nashorn. So. Jetzt haben wir einen Panzer Nashorn. Das Design speichern wir einmal ab. Ah, okay. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ist das ein großes Set? Panzer, Nashorn. So, jetzt haben wir es aber. So. Abspeichern, Design speichern und Panzer, Nashorn speichern. Und dann basteln wir uns ein Panzer, Nashorn. Und dann werden wir den uns mal im Gefecht angucken müssen. So, wir konstruieren ein Landschiff. Und zwar das Nashorn. Hummel können wir nicht bauen. Was fehlt uns dafür? Ach, die fette Kanone, ja. Nashorn. Wir bauen uns ein Nashorn. Cool, neues Gefährt gebaut. Gucken wir mal dann, wie sich das Nashorn gegen die verrückten Erfinder durchsetzen kann. In Verbindung mit den Bombern. Und wir müssen jetzt mal schauen, dass wir unsere Schiffe... Hier haben sich Piraten angesiedelt. Okay, die könnten auch hier hinkommen. Was haben wir denn hier stehen? Da haben wir eigentlich gut was stehen. Was haben wir hier stehen? Nicht so viel. Wir schicken mal noch eine Multikraft nach dort oben und wir schicken den Siegfried
Hierhin, nach Kuder. Ja, die könnten zwar jetzt hier angreifen, aber dann können wir ja immer noch reagieren. Im Hinterland ist es nicht so wichtig, finde ich, Einheiten zu stationieren, ja. Von daher läuft das schon. So, wir haben nur noch plus 60 jetzt, wo wir einen Nashorn, hier stationiert haben. Und wir, ich würde mal sagen, wir greifen mal die verrückten Menschen an. Dafür brauchen wir Zap Bomber V2, nehmen wir mal 1, 2, 1, 2 Bomber, das Nashorn, den Nashorn, der Panzer Nashorn und ein Multicraft mit. Und dann schauen wir mal, wir können uns ja zur Not wieder zurückziehen. Okay, ansonsten sehen wir keine feindliche Bewegung. Das gefällt mir schon mal gut. So, hier sind wir. Und was haben die denn? Die haben nur so einen Turm. Okay. Was kann der Besonderes? Wo sind die Waffen? Ist das hier oben drauf eine Waffe? Was soll das sein? Laser? Ich sehe keine Waffen. Okay, gut, dann würde ich sagen, bringen wir uns mal in Stellung. Wir haben natürlich wieder scheiß Wetter. Nicht, dass uns der Blitz trifft. Und starten und... Was war das? Ist das hier Strom? Ist das eine Tesla-Spule? Macht keinen Scheiß, Mann. So, der würde ich sagen, ramme und dann fährt er hier hin. Der bewegt sich mal hier hin. Das ist eine Multicraft. Hat der auch Luftsoldaten an Bord gehabt? Nee. Und die Bomber bringen sich auch mal in Position, würde ich behaupten. Ich hoffe, das ist keine Tesla-Spule, ey. Und? Es ist eine Tesla-Spule, oder? Das klingt nach Strom, so. Ja gut, solange lässt er halt meine Bombe in Ruhe wenigstens. Oh, was ist da hinten weggeplatzt? Alter, die Waffe scheint nicht schlecht zu sein. Oh, das war eine Feuerwache. Oh, Alter, das Ding macht ja richtig Schaden. Das knallt einfach mal unsere Bewaffnung weg. Oh, hier, guckt euch das an. Das macht richtig Damage, das Teil. Immerhin fallen schon die Bomben. Oh, oh. Da ist der Blitz eingeschlagen. Oh, vermute ich mal. Ah, oh, ein Treffer und... Ey. Ja, das ist ja richtig gefährlich, diese Waffe. Okay, ist verpufft. Und das, der Turm ist natürlich auch noch stark gepanzert. Wir werden sehen, wie erfolgreich wir damit sind. Wir lassen das mal ein bisschen schneller jetzt vorlaufen hier. Oh! Oh! Oh, halt! Weich aus! Wir können das Ding nicht mehr fahren, wir haben den, glaube ich, verloren. Deshalb müssen wir schnell ausweichen mit der Multicraft. Nein, 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 nein. Ich hab dir doch gesagt, du sollst ausweichen, Mann. Flieg weg! Das wir kriegen diesen Turm nicht kaputt, glaube ich, oder? Wir müssen uns, glaube ich, zurückziehen. Ja. Wir ziehen uns zurück. Wir müssen uns was anderes... Wir brauchen dafür auf jeden Fall auch noch was zum Entern. Der Rampok kam nicht so weit. Ah, die Tesla-Spule ist ja echt mal stark. Das hätte ich nicht gedacht, dass es auch solche Waffen hier gibt. Okay, müssen wir mitnehmen. So, wo wollt ihr denn hin? Ihr greift hier in Netaka an. Das ist okay für uns. Wir kreieren hier mal... Ach, Quatsch. Wir konstruieren uns mal Boarding. FGS-Boarding. Und wir bauen uns auch hier eine FGS-Boarding. Oh, ihr seht, ich bin raus. So, dann bauen wir uns hier zwei Schiffe hin. Dann fliegen wir damit mal hin und dann versuchen wir das Ding einzunehmen. Verrückte Professor, ich werde... Das gibt's doch nicht, ey. Das
So, oh, die haben das eingenommen. Ne, die haben sich verteidigt. Und jetzt greifen die Riesenspinnen an. Okay, das heißt, die sind erstmal geschwächt und müssen hier erstmal ausruhen. Kräfte sammeln. Okay, wir haben hier jetzt eine Boarding. Die Panzer bleiben hier. Und dann versuchen wir nochmal den Angriff. Und zwar nehmen wir wieder mit. Das Nashorn lassen wir hier erstmal stehen. Die beiden Boardings nehmen wir mit. Wir nehmen vielleicht diesen Zep-Bomber nicht mit. Den müssen wir reparieren. Den Multicraft müssen wir reparieren. Das machen wir vielleicht mal. So, zack. Und jetzt wählen wir nochmal aus hier. Wir nehmen mit die Multicraft. Wir nehmen die Boardingsschiffe mit, wir nehmen den Panzer nicht mit, wir nehmen auch diesen Zep-Bomber nicht mit, wir nehmen auch diesen Zep-Bomber nicht mit und diesen auch nicht. Einen nehmen wir mit und dann greifen wir da nochmal an. Und hier kann in der Zeit repariert werden. Und es kann noch mehr repariert werden. Okay, hier sind wir. Einer kommt tief rein, einer kommt hoch rein. Und da kommt schon der erste Laser. So, wir versuchen uns mit unserem Bomber hier oben hin zu platzieren. Diesmal haben wir wenigstens besseres Wetter. Du fliegst hier hin. Du fliegst. Ach Quatsch. Hier hin. Du bewegst dich nach dort. Vorerst. Und dann schauen wir mal. Jetzt dauert es natürlich ewig, bis sie mal wieder Befehle entgegennehmen können. Und dann schauen wir mal, wie gut die das verteidigen, ne? Komm schon. Es dauert ja ewig, bis sie neue Befehle entgegennehmen können. Jetzt kommen die Bomben schon. So, jetzt. Jetzt entern wir den Kram. Da kommen die Soldaten. Über den Baum hüpfen sie rüber. Ich bin gespannt, wie es verläuft. Da kommen sie. Da sind die ersten drin. Macht euch bereit, den Turm aufzugeben, Freund. Oh, okay, der muss noch ein bisschen heran, scheinbar. Und wir haben es geschafft. Okay, das... überlegt mal, was wir vorher hatten und wie wir vorangekommen sind. Und diesmal... war es ziemlich einfach. Hallaboy, Erfinderin. Starker Sprengstoff? Okay. Ja. Hey, warte mal. Starker Sprengstoff? Oh. Kommt mir nicht zu nah mit eurem Gedöns hier. Starker Sprengstoff bedeutet jetzt was genau? Ja, in meinem Kopf ist jetzt was Witziges. Ist das eine Waffe? So, Waffen. Starker Sprengstoff. Was bedeutet dieser starke Sprengstoff bitte jetzt? Das sind nur die Basissachen. Haben wir denn hier starken Sprengstoff? Und wofür? Ich sehe hier keinen Sprengstoff. Mist. Das sagt mir jetzt nichts, da muss ich nochmal nachschauen. Da habe ich vielleicht gemerkt. Ich dachte, vielleicht hätten wir jetzt so kleine Minischiffe bauen können, die hinfliegen und sich dann selbst in die Luft jagen. Wie, das wäre ja super, super krass. Da würden wir die locker fertig machen. So, wir schauen mal, was hier drin ist. Überall Feuerlöscher. Okay. Statt anschauen. Okay, die haben hier diese beiden Fahrzeuge. Und dann haben sie hier ordentliche Turmanlagen. Okay, das heißt, wir müssen das niederbomben. Die Flieger sollten nicht das Problem sein. Das hier wird schon ein bisschen tricky. Aber okay, gucken wir mal. Erstmal holen wir unsere Hauptstreitmacht hier wieder zurück.
Na? Ihr Schweine. Okay, dann holen wir mal... Lassen wir erstmal noch eine Multicraft hier. Ach, ja. Oder schicken halt nur die Multicraft. Okay. So, wie machen wir das jetzt? Wo willst du hin? Nach Warmfurt. Okay, du ziehst dich wieder zurück. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, okay, ich will den Süden erobern. Ich will Fruchtenbach mir holen. Das sollte eigentlich mit dem, was wir alles an Armeeteilen haben, kein Problem sein. Wir holen uns nochmal... Wir lassen die Tentakel hier. Wir lassen... den Siegfried hier. Und dann schicken wir den Rest auch mal hier runter. Ach, Quatsch. So, und dann schauen wir mal, was für eine Armee wieder angreifen. Ist Nashorn-Gedöns, nehme ich mit. Ich will auf jeden Fall einen Bomber mitnehmen. Vielleicht auch zwei. So, wir nehmen eine Multicraft mit, wir nehmen den Haifisch mit und wir nehmen unseren Drachen mit. Und dann würde ich sagen, greifen wir dort mal an. Und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Derzeit können... Ach, Mist. Boardings? Ne, die Boardings brauche ich vielleicht beim nächsten Mal. So. Ho, ho, ho. Haifisch, die Multicross lasse ich vielleicht erstmal in Reserve. Was haben wir denn hier? So, mal gucken, ob wir ein bisschen was kaputt rammen können. Den Drachen, wir haben unsere Bomber. Ja, der kann noch viel höher, gucke mal. Pack noch mal einen Bomber erstmal in Reserve. So, wir wollen das Schlachtfeld hier nicht zu voll haben. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Und der Feuerdrache legt direkt los. Ja, was soll er auch machen? Anderes. So, wir versuchen unseren Bomber hier oben hin zu platzieren. Wir versuchen unser Fahrzeug. Knallen wir hier erstmal rein, würde ich sagen. Und die können sich auch ein bisschen fortbewegen. Schauen wir mal, wie es ausgeht, wa? Oh, halt. So, bitte. Ach ja, und dich bewegen wir auch mal ein Stückchen. Soll es, glaube ich, geentert werden, kann das sein? Heinz. Oh, da kommen Raketen geflogen. Das ist gar nicht mal so cool. Ne, das ist gut. Der wirft hier nämlich die Bomben auf den. So, versuchen wir mal das Ding hier anzufackeln mit unserem Heinz. Ich brauche noch mehr als einen dafür. Ja, jetzt fängt das Ding doch schon schön Feuer. Unser Bomber kommt derweil immer näher. Unsere Panzer haben keine Munition mehr. Das ist okay für mich. Der Rammpanzer zumindest nicht mehr. Ja, die Deckskanone ist auch schon wieder weggeschossen, ey. Die haben keine größeren Probleme, das Ding zu löschen, scheinbar. Oh, das
war ein schöner Treffer hier. Und die Bomben fallen, man hört es. Oh, da knallt's gleich. Zack. So, unser Siegfried macht ordentlich Schaden, muss man sagen. So, unser Panzer überrollt das Ding hier einfach. Jawohl, so gehört sich das. Unser Siegfried, unser Heinz. Der fackelt das Ding jetzt weiter ab, da kennen wir nichts. Du kannst hier mal anhalten, nicht, dass du dem noch hinten reinballerst. Oh. Ja gut, der knallt da ordentlich rein mit Feuer. Oh, unser Bomber geht runter. Was ist da denn los? Überall Löcher drin. Gut, in der Zeit lässt er hier ordentlich was runterknallen. Ja, und das war schon mal ein Fahrzeug weniger. So, was werden wir tun? Wir werden uns einen zweiten Bomber holen und die Hölle über sie kommen lassen. Den brauchen wir noch. Unsere Multicrafts behalten wir erstmal noch in Reserve. Und Heinz schicken wir gleich wieder weiter vor. Kann er hier nicht mehr hochfliegen? Nein, kann man nicht. Aber er lässt noch weiter Bomben fallen, von daher passt das schon. Und wir fackeln ja alles fröhlich ab in der Zeit. Könnt ihr jetzt überlegen, nachdem wir die Luftverteidigung kaputt gemacht haben, wegzufahren und vielleicht einfach einzunehmen alles, das ganze Gedöns. Aber ja, okay. Dann hätten wir halt diese Gebäude, ne? Aber wir haben eine große Angriffsmacht. Wer will uns schon was? Ja, wir fackeln ja einfach alles nieder. Der Heinz, der macht seinen Job gut und unser Bomber fällt runter. So, Heinz, du müsstest mal vielleicht hier oben hinfliegen. Und wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Freunde, wir haben es geschafft. Wir machen natürlich wieder die sanfte Übernahme. Wir halten das Spiel an. Wir haben mehr Einkommen wieder. Unsere Flotte wächst und wächst. Unsere Macht auch. Das war es auch schon wieder für diese Folge. Was haben wir geschafft? Wir haben geschafft, die komischen Tesla-Wissenschaftler hier zu erledigen. Wir haben Fruchtenbach eingenommen und damit unsere Vormachtstellung im Süden gesichert. Wir haben neue Fahrzeuge erbaut und getestet. Und ja, es läuft echt immer noch gut, muss ich sagen. Allerdings hat sich hier oben, das wird interessant, eine riesige Kolonie, nicht? Eine riesige Allianz gebildet. Nein, auch keine Allianz. Fructopolis oder wo auch immer, oder Guildfield, wo auch immer dieses Wappen zugehört, hat es geschafft, sich zu einer wahren Macht hier hochzubreiten, ja? Bald ist es der Norden gegen den Süden, wobei wir der Süden sind. Es wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen spannend in den nächsten Folgen. Also seid auf jeden Fall wieder dabei. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und lasst auch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Also, lasst es euch wie immer gut gehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.